Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in der nächsten Folge unserer Serie Der Rollercoaster. In dieser Serie reden wir über die Ups and Downs der unternehmerischen Laufbahn von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und haben heute den Christoph Batig bei uns. Christoph, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Eine sehr faszinierende Geschichte, die du schreibst mit deiner Tätigkeit Unternehmer seit 2003. Und wir haben viele, viele Themen zu besprechen. Vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ein Exit, sozusagen ein Teilexit mit am Weg. Immer erfolgreich und profitabel bis hin zu einem Jahr, wo hohe Verluste eingefahren sind und im Folgejahr sofort wieder den Turnaround geschafft. Also unfassbar viele, viele Learnings und bin sehr froh, dass du heute da bist. Ich darf dich noch ankündigen als E-Commerce-Experte. Deine Agentur Best IT, bist Co-Founder und CEO, beschäftigt sich insbesondere mit Spezialisierung im E-Commerce und digitalisiert die Prozesse im E-Commerce. Ganz vielleicht noch kurz, bevor wir über dich uns unterhalten, die Agentur pitchen, was macht sie da genau? Genau, also wie du gerade beschrieben hast, eine Digitalagentur mit Fokussierung auf E-Commerce oder auch ganz einfach erklärt, wir digitalisieren die Marketing- und Vertriebsprozesse in Unternehmen, vor allem B2B-tätigen Unternehmen. Am Ende, als Endergebnis, kommt ganz häufig ein Online-Shop raus. Ja. Das bedeutet viel Programmierung, viel Design. Und das ist, was man halt ganz selten sieht, ganz viel Beratung. Ganz viel Beratung hinsichtlich digitaler Transformation, wie man halt Prozesse auch digitalisiert. Also das ist ein ganz großes Themenfeld, ja, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das unterrichtest, glaube ich, auch auf der Uni oder FH? Genau, ich bin Dozent an der FH Wieselburg seit mittlerweile doch 6 Jahren oder mittlerweile, diesem Jahr, 7. Jahr sogar. Und ja, es macht mir großen Spaß, da meine Erfahrung an die Studenten und Studentinnen da weitergeben zu dürfen, ja, in diesem Themengebiet. Wir werden dich auch natürlich als Experte rund um das Thema Disruption im Bereich E-Commerce und Digitalisierung einspeichern. Aber heute geht es um deine unternehmerische Laufbahn. Ja. Die hat begonnen 2003, da hast du Kinet gegründet. Wie ist es mal dazu gekommen? Start mal mit dem ersten Schritt. Mir ist damals dazu gekommen. Ich muss sagen, also ich war ja damals im Jahr 2003 20 Jahre alt. Ja. Da waren wir noch, ich würde sagen, ein Stück anders, wenn man sich mit 20 Jahren selbstständig gemacht hat. Das ist einfach nur deswegen entstanden, weil mir das ganze Themengebiet sehr interessiert hat. Ganz viel Learning by Doing, ich habe mir da viel selbst auch beigebracht. Also im Themengebiet Online-Marketing, Webdesign etc. hat es noch nicht so viele Ausbildungen gegeben wie mittlerweile, zum Glück auch, ja, mittlerweile. Und ja, das ist ein wenig auch durch Zufall entstanden, weil durch den einen oder anderen Kontakt bin halt gefragt worden, ob ich da unterstützen kann, Websites entwickeln kann, helfen kann im Bereich Online-Marketing. Und so ist dann das eine ins andere gekommen, bis ich dann gemerkt habe, eigentlich könnte es durchaus sinnvoll sein, sich da selbstständig zu machen. Und dann bin ich den damals, oder jetzt noch im Nachhinein betrachtet, den damals mutigen Weg und Schritt gegangen, ja, mich da selbstständig zu machen, habe da durchaus die einige Fragezeichen auch geerntet, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war es für mich die absolut richtige Entscheidung und würde es nicht mehr anders machen. Super. Wie ging es dann weiter? Wann kamen die ersten Mitarbeiter? Warst du auf Wachstum ausgerichtet oder hast du eher als One-Man-Show das vorangetrieben? Also ich war lange Zeit als One-Man-Show unterwegs, wobei ich jetzt auch gestehen muss, mir war damals gar nicht so ganz bewusst, ich würde mich als Selbstständiger bezeichnen, ja, aber dass ich jetzt vielleicht sogar Unternehmer werden könnte, das habe ich gar nicht so in meinem Kopf gehabt. Für mich war das ganz normal, genug Arbeit war da, Umsatz gemacht, gut verdient, hat Spaß gemacht. Das heißt, ich war dann 7, 8 Jahre tatsächlich alleine auch unterwegs und habe halt immer externe Ressourcen noch dazugekauft, in Form von Freelancern. Aber irgendwann war halt mal das Geschäft zu viel, bis einmal dann der erste Mitarbeiter gekommen ist und dann kurz darauf der zweite, dritte und so, wie das dann halt dann weitergeht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe halt nur gemerkt, dass ich ja eigentlich diese operative Tätigkeit logischerweise dann gar nicht mehr so machen kann, weil ich auch meinen Mitarbeiter gehabt habe. Nichtsdestotrotz ist einmal dann so der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, naja, alleine habe ich halt schon mehr Geld verdient als gemeinsam mit Mitarbeitern. War das so? Ja, war tatsächlich so, weil ich habe halt lange Zeit von Mundpropaganda leben dürfen auch und habe auch natürlich auch über Marketing und Online-Marketing-Maßnahmen meine Anfragen bekommen. Aber nichtsdestotrotz hat das
mehr werden müssen, gerade weil man dann halt auch Gehälter bezahlen muss und 13. bis 14. Mhm. Gehalt hat. Ne? Wie viele Mitarbeiter hattest du da? Acht oder neun Mitarbeiter waren das zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Mhm. Und was mir dann halt klar geworden ist, was ich würde sagen, oder das habe ich einfach auch unterschätzt, ist das Thema Vertrieb. Also Marketing ja, aber wirklich Vertrieb, Vertriebsstrukturen einzuziehen, vielleicht auch sogar Standards im Vertrieb zu etablieren, das ist eines der Learnings, was würde ich sagen, sogar mich geprägt hat und was jeden Unternehmer, der jetzt ein neues Unternehmen gründet, auch mitgeben möchte, auch Fokus auf Vertrieb und keine Angst haben vor Vertrieb, weil am Ende lebt der Unternehmer von Umsatz. Das ist ein total wichtiger Aspekt. Wir schreiben auch viel darüber. Wie hast du es da geschafft, von einer Situation, wo der Selbstständige alleine für den Umsatz sorgt und wahrscheinlich dann, wenn die Firma wächst, trotzdem noch du der Hauptverkäufer bist und ja am Gründer sozusagen der Umsatz hängt, das dann trotzdem in die Firma hineinzutragen? Ab wann hast du begonnen, daran systematisch zu arbeiten? War ja tatsächlich dann mit dem Zeitpunkt dann halt ab 6, 7, 8 Mitarbeitern, ja, wo ich halt auch gemerkt habe, dass die Kosten gleich Umsatz sind und dass halt auch nichts mehr übrig bleibt. Beziehungsweise hat es dann halt einen Monat gegeben, wo halt die Kosten mehr gewesen sind als der Umsatz. Mhm. Und dann war ganz für mich klar, ich muss mich mit dem Themengebiet mehr beschäftigen, habe viele Bücher gelesen tatsächlich. Und am Ende des Tages, wie so häufig, viel Learning by Doing und viel ausprobiert. Ja. Hast du in der Zeit irgendwann zwischendurch gedacht, ich werde wieder selbstständig und optimiere eher meine individuelle finanzielle Situation? Also wieder kleiner werden, zurückgehen, ja, habe ich tatsächlich dran gedacht. Aber am Ende wäre es für mich ein Rückschritt gewesen. Und ich bin halt schon ein Mensch, der mir eher nach vorne gehen möchte. Ja, und das hätte ich... Klar, mit mir selbst hätte ich da ein Problem gehabt, das vereinbaren zu können. Klar, wenn es jetzt nicht anders funktioniert hätte, wäre es notwendig gewesen. Ich habe dann zum Glück auch jemanden kennenlernen dürfen, nämlich meinen aktuellen Mitgesellschafter, den Manuel Strothmann, weil wir haben unsere zwei Unternehmen da im Jahr 2016, also der Manuel ist aus Deutschland, ich habe meine Agentur in Österreich gehabt, wir haben uns auch schon längere Zeit gekannt, ja. Und wir sind dann einfach mal ins Gespräch gekommen und habe gesagt, lass uns doch einmal ein richtiges Unternehmen gründen. Ja. Und das war so für mich auch so dieser Schalter, der sich dann auch im Kopf umgelegt hat. Was bedeutet es eigentlich, Unternehmer zu sein, Entrepreneur und weg vom Selbstständigen? Und da haben wir dann halt, wie gerade beschrieben, unsere zwei Firmen zusammengelegt. Der Manuel ist eben bei mir eingestiegen. Am Ende, auch das war mir damals nicht bewusst, war das mein erster Exit. Ja, also ich habe auch tatsächlich da auch schon Geld dafür bekommen. Er hat 50% deiner Anteile gekauft. Genau. Ja, die Hälfte des Unternehmens gekauft. Wir haben die Firmennamen auch zusammengelegt und kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir damals zusammengesessen sind und sonst mal so einen Handschlag gegeben haben und habe gesagt, jetzt lass uns mal ein richtiges Unternehmen bauen. Und das tun wir jetzt eben so. Ganz, ganz konkret seit dem Jahr 2016, Das ist 2017. Sehr spannend. Hat sich das irgendwie in deiner Haltung manifestiert? Wie hat sich das angefühlt? Anders, tatsächlich, ja. Also zu wissen, man will jetzt raus aus dem Hamsterrad und geht auch tatsächlich raus. Wobei, jetzt sitze ich da und man spricht da jetzt ganz einfach, also es hört sich halt sehr einfach an, darüber zu sprechen. So einfach ist es natürlich in der Praxis nicht. Ja. Ja. Das war natürlich jetzt schon ein weiter Weg. Aber am Ende ist es ein super Gefühl zu wissen, man ist jetzt wieder so ein Stück freier. Also als Selbstständiger fühlst du ja ganz, ganz viel eingeengt und du bist so abhängig von deinen Kunden und überhaupt das Unternehmen und du definierst dich ja eigentlich nur über diesen Job und dass du einfach so diesen Schritt rausgehst und die Perspektive änderst und eher so von oben auf das Unternehmen schaust. Und das ist ein ganz gutes Gefühl, das kann ich nur jedem mitgeben. Und dann auch das Unternehmen baust und nicht nur sozusagen rennst und operativ also nach vorne ziehst. Dieses bekannte, nicht mehr so stark im Unternehmen arbeiten, sondern mehr am Unternehmen,
Klar, ich meine, jetzt sind wir im Jahr 2024. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich arbeite gar nicht mehr im Unternehmen. Ich arbeite sogar viel im Unternehmen, aber trotzdem auch am Unternehmen. Wäre natürlich in einer mittelständischen Firmengröße auch unüblich, ja, dass der Chef sozusagen nicht entsprechend auch dabei ist. Ja, genau. Wie hat dich das geprägt, dieser Wechsel? Hat sich das auch irgendwie auf dich privat ausgewirkt? Wie war diese Phase deines Lebens? Naja, privat, klar. Ich würde sagen, ich bin auch anders in meinem Umfeld wahrgenommen worden. Also so mehr als der Unternehmer Christoph und nicht mehr der am Hamsterrad tätige Selbstständige Christoph. Ja. Natürlich war das Unternehmen dann auch größer. Wir sind auch relativ schnell und stark gewachsen dann ab dem Zeitpunkt. Und natürlich ändert sich dann schon einiges. Auch privat, man ist mehr unterwegs. Mehr Druck? Mehr Druck, absolut auch. Ich meine, du bist am Ende halt verantwortlich für 40, 50 Mitarbeiter. Wir haben das dann immer gern so formuliert, naja, diese Mitarbeiter haben ja auch Familien. Das heißt, irgendwie so hängt halt der Haushalt dran bei jedem Mitarbeiter von 3, 4 Personen. Am Ende sind wir halt irgendwie verantwortlich, dass wir die Gehälter überweisen können für irgendwie 150 bis 200 Personen jedes Monat. Also wenn du dir das mal so vorstellst, macht das schon einen gewissen Druck auch. Aber auch ein gewisses Privileg, ja, das tun zu dürfen. Ja. Macht ja auch Spaß. Und diese Wachstumsphase, das war 2016 nach der Fusion, nach der Übernahme, die ging einige Jahre wirklich gut weiter? Die ging tatsächlich gut weiter, ja. Wir sind immer so jedes Jahr um die 10-20% gewachsen. Das ist im Dienstleistungsgeschäft eigentlich schon ganz gut. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, man braucht ja dazu Personal. Und damals hat es natürlich auch schon angefangen, das ganze Thema mit dem Fachkräftemangel, was du dann ab 2020 und danach natürlich noch viel mehr zugespitzt hat. Aber du tust dir natürlich schwer, dass du jetzt noch schneller wächst. Mhm. Ja. Ja, also das hat schon gut funktioniert. Wobei, auch da, wir haben schon auch unsere Learnings gemacht. Es hat so die eine oder andere Phase gegeben, wo wir uns auch im Kreis gedreht haben. Das ist vor allem dann passiert, wo wir ein mittleres Management haben eingezogen oder einziehen haben müssen, was du bei einer gewissen Größe dann auch benötigst. Am Ende haben wir unsere Gewinne investiert, großteils. Das ist ein Thema, das wir ganz sicher unterschätzt haben. Managementstruktur einzuführen, super schwierig. Generell das Thema Führung, ich glaube, da ist jetzt nichts Neues, wenn ich sage, das ist einfach schwer, das bekommt man auch nirgendwo großartig gelernt, sondern meiner Meinung nach muss da trotzdem ganz viel im Job erfahren und lernen, ausprobieren. Ja. Klar gibt es natürlich gewisse. Und die Managementstruktur hat sich bewährt oder nicht? Also der erste Wurf nicht. Okay. Ich glaube, der zweite auch nicht. Natürlich haben wir schon viel umstrukturiert. Auch mit dem weiteren Wachstum haben wir schon immer wieder mal unsere Organisation angepasst, unsere Organisationsformen. Oft ist der Schritt, was die Gründerinnen und Gründer berichten, und ein bisschen sozusagen kann ich auch auf meine eigene Laufbahn reflektieren, im ersten Schritt mit Effizienzverlust und Produktivitätsverlust verbunden. Ne? War das bei dir auch so? Absolut, also ganz klar. Ja. Also wie wir vorhin gerade beschrieben, das ist ein Dienstleistungsgeschäft. Wir sind davon abhängig, dass wir unser Know-how und unsere Zeit verkaufen und irgendwo muss das natürlich auch aufgeschrieben werden. Ja, wie bei einem Handwerker auch, der ja dann auch dir den Stundenzettel dann gibt am Ende des Tages. Und da haben wir das ganz, ganz stark gemerkt, dass wir dann halt Schwierigkeiten hatten, dass wir unsere Zeit oder unsere Arbeit, für die wir, oder ja, wo wir tätig gewesen sind, unsere Mitarbeiter, dass da irgendwo Probleme gegeben hat, dass wir das dann auch verkauft und aufgeschrieben bekommen haben. Aber auch das ist wieder ein Learning. Ja, da musst du dann wieder reingehen und mal verstehen, warum ist denn das so mit den Menschen arbeiten, Prozesse. Man beschäftigt sich mit sich selbst. Ja. Ja, genau. Wir waren ganz viel mit uns selbst beschäftigt auch. Ja. Was ja wahrscheinlich anders nicht geht und trotzdem muss man irgendein gesundes Maß finden, dass das Geschäft nicht unterleidet. Ja. Genau. Und vor allem, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, vergisst man ja gerne mal dann den Kunden auch. Oder den Kundenwunsch. Ja. Und hört den Kunden mal vielleicht auch weniger. Ja. Es ist dann die Corona gekommen und die war ja für viele digitale Unternehmen eigentlich ein Booster. Wie war das bei euch? Tatsächlich, also ja, war auch bei uns weiteres Wachstum war angesagt, ja, wo,
im Moment, muss man sagen, war auch schon die Jahre davor. Mhm. Nichtsdestotrotz hat sich Corona schon positiv für uns ausgewirkt. Wir hatten gar keine Probleme mit Lockdowns und im Homeoffice sitzen, weil wir sind schon davor verteilt gewesen. Wir sind in 3 Büros in Deutschland, ein Büro in Österreich, in Amstetten ganz genau. Also das war jetzt nicht die große Herausforderung. Eher das Thema, dass dieses Teamgefüge aus den Büros verloren gegangen ist. Mhm. Ja, das ist nach wie vor eine Herausforderung. Aber ansonsten durch Corona sind wir echt gut gekommen. Ich würde sagen, da ist ja dann eher mal so das Jahr 2022, wo es ja auch noch nach wie vor das ganze Corona-Thema aktuell war, hat da ganz andere Auswirkungen bei uns gehabt. Ja. Davor war sie aber weiter voll auf Wachstum ausgerichtet. Waren wir voll, ja. Also wir haben auch tatsächlich investiert in Personal, in Struktur, in Managementstruktur auch vor allem, ja, die jetzt auch als Dienstleister bringt der jetzt per se keinen Umsatz. Mhm. Ja. Umsatz bringt der halt die Designer, die Programmierer, die Consultants und so weiter, die für den Kunden tätig sind, aber nicht die Personen, die in der Struktur tätig sind. Brauchst du natürlich auch. Ja. Da haben wir schon stark investiert. Wir haben auch investiert, Teams im Ausland aufzubauen, mhm. Offshoring-Teams, Entwicklungsteams. War damals halt auch eine sehr attraktive Möglichkeit, vor allem weil du auch Personal in Österreich oder Deutschland noch ganz schwer bekommen hast. Ja. Da ist gar nicht ums Thema Kosten gegangen. Ja, da sind wir einige Investments gegangen, auch einige Verträge sind mir da auch eingegangen, die uns dann halt im Nachhinein so ein bisschen auch auf den Kopf gefallen sind. Ja, es sind alle Zeichen auf Wachstum gestanden, 2020, 2021. Und dann ist, glaube ich, auch bei euch der Turning Point der Ukraine-Krieg gewesen, beziehungsweise ja. Die Folgen daraus, Inflation, Energiepreise, die Rezessionsangst in der Wirtschaft. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt? Und wann haben da begonnen, sozusagen auf der Umsatzseite Dinge einzubrechen? Mhm. Also wir sind sehr gut ins Jahr 2020 gestartet. Erstes Quartal war wie geplant. Ja. Und der Ukraine-Krieg, wenn ich mich richtig erinnere, ist im März, glaube ich, jetzt ausgebrochen. Also Ende Februar. Ende Februar. Und wir haben dann schon gemerkt, wir haben zu dem Zeitpunkt einen Kunden mit einem großen Budget gewonnen. Siebenstelliges Budget, das ist für uns echt gut. Ja. Und ich glaube, ein oder zwei Monate später ist das Budget auf 10% eingeschränkt worden. Ja. Wir waren natürlich trotzdem auf weiteres Wachstum eingestellt. Aber das war jetzt nur ein Kunde. Wir haben ein paar andere Kunden auch gehabt, ja, wo die Budgets nur ein Stück weit reduziert wurden. Aber trotzdem, in Summe macht es dann einiges aus. Und du hast halt als Agentur, ist halt dein größter Kostenapparat, das ist das Personal. Ja. Ja. Und das bekommst du auch nicht mehr so schnell weg und willst du auch nicht so schnell weghaben. Ne? Und jetzt haben wir da gesessen und haben halt entsprechende Kosten gehabt bei gleichen oder weniger Umsatz auf einmal. Ja? Und das macht er bei einer gewissen Größenordnung. Also wir sind aktuell rund 100 Mitarbeiter. Boom. Ja, damals waren wir um die 80, ja, würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Das macht schon einiges. Ja? Und da rennen ein paar Euros halt auch am Ende des Monats dann übers Konto. Ne? Und da habt ihr dann quasi erstmalig in dem Jahr auch wirklich Verluste eingefahren. Mhm. Darf man die Zahl nennen? Mhm. Also ja, kann man nennen, vor allem wenn man so, wenn man möchte, auch im Firmenbuch nachlesen könnte. Kann, ja, genau. Also wir haben da echt gekämpft das ganze Jahr und sind am Ende des Tages mit einem Minus von einer halben Million Euro rausgelaufen. Also wir haben das ganze Die ganze Geschichte des Unternehmens haben wir nie in Minus geschrieben. Ja. Und das hat uns als Unternehmer, als Gesellschafter natürlich mal vor ganz neue Herausforderungen gestellt, die wir so nicht gekannt hatten. Und wenn wir da nicht gegengesteuert hätten, wäre das Minus noch viel größer geworden. Okay. Wir haben zum Glück natürlich ein Polster gehabt aus den Vorjahren. Aber eine halbe Million Euro für ein Unternehmen mit irgendwie 80 Mitarbeitern ist schon ein großer Batzen. Ist nicht nichts. Ja. Wie habt ihr dagegen gesteuert? Ja, wir haben gegengesteuert, indem dass wir mit unseren, also natürlich mal ganz klar bei den Kosten mal geschrapft haben, ne? Aber das ist auch nicht so viel möglich als Digitalagentur. Der größte Kostenapparat ist, wie gesagt, Personal, ca. 70% der Kosten, ne? Das Personal. Und wir sind halt dann leider den unangenehmen Weg gegangen und haben uns auch von einigen Mitarbeitern tatsächlich getrennt. Wir haben aber dann schon sehr genau hingeschaut, von wem, und am Ende
so kann man auch sagen, sind es eigentlich Mitarbeiter gewesen, die noch in der Probezeit gewesen sind, weil man davor hat ganz, ganz viel angestellt. Okay. Ja. Das war auch von der Argumentation her in der Organisation nur zumindest halbwegs ja, eine, glaube ich, plausible Story auch. Ja. Ja, ist natürlich super unangenehm gewesen. Für uns als Unternehmer, für die Mitarbeiter sowieso, man hat die große Unsicherheit gespürt, wie geht es weiter, kommt die nächste Kündigungswelle, und natürlich auch Gerüchte durchs Unternehmen gegangen. Ja, also Personal, wir haben einige Verträge gehabt, auch mit Dienstleistern, wo wir Personal zugekauft haben. Mhm. Mit denen haben wir natürlich auch Gespräche geführt, aber natürlich haben uns die natürlich auch nicht dann komplett rausgelassen aus den Verträgen. Und auf der Liquiditätsseite, habt ihr Kredite aufgenommen oder selber investiert oder wie habt ihr das gelöst? Wir haben tatsächlich auch ein kleines Darlehen auch aufgenommen, ja, wo wir als Gesellschaft auch auf Bürgen haben müssen. Ja, das war auch nicht gerade angenehm, ne? Ja. Wenn du mit deinem Privatvermögen dann auf einmal dann dafür haften musst. Aber das ist halt, gehört zum Unternehmertum dazu. Ja, ich meine, was wir... Also jetzt haben wir Kosten eingespart, ja. Aber ich glaube, der größte Hebel, was wir wirklich dann gemacht haben, ist, dass wir ins Unternehmen mal genauer hingeschaut haben und wir wieder konsequenter geworden sind und mehr wieder auf die Strukturen, auf die Prozesse geschaut haben, auf unsere Buchungsquote, ja, dass wir die Arbeit, die wir leisten, tatsächlich auch abgerechnet bekommen. Ja. Und wenn man halt stark wächst, bleiben halt einfach einige Dinge auch auf der Strecke, wo man halt dann vielleicht nicht mehr so gut hinschaut. Und wenn es eh gut läuft, ne, warum muss man vielleicht, also klar wäre es gut, wenn man genau hinschaut, aber es zieht sich wirklich, also die Geschichte erzählen so viele Gründer, genau die in der Zeit 2020, 21, 22 und ich kenne das selber persönlich genauso, aber es ist wichtig, dass man sich darüber unterhält, das sichtbar macht und dass wir daraus lernen, ja, weil das wird jetzt die nächste Frage. Ihr habt es dann im Folgejahr aber beeindruckenderweise einen wirklich beachtlichen Turnaround geschafft, ordentlich in die Profitabilitätszone, also von minus 500, glaube ich, auf plus 1 Million oder so. Genau. Wie hat das funktioniert? Was habt ihr da gemacht? Was waren da die richtigen Hebeln? Wie gerade erwähnt, eigentlich der größte Hebel war einfach tatsächlich dieses Führen der Mitarbeiter. Ja, einfach die auch an der Hand zu nehmen und auch nochmals aufzuklären, warum es wichtig ist, dass wir unsere Leistung auch abrechnen. Das war einer der Schwerpunkte und der Erfolgsfaktoren auch, warum wir wesentlich erfolgreicher wurden. Und wir sind als gesamtes Unternehmen vertrieblich aktiv geworden. Wir haben gesagt, hey, liebe Mitarbeiter, wir müssen jetzt alle verkaufen, egal von der Administration begonnen bis zur HR. Wer kennt wen? Wer hat jemanden im Netzwerk? Und das hat schon einiges bewegt. Auch dieses Wissen, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam zusammenhelfen, dann gibt es uns vielleicht gar nicht mehr so lange. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wir haben jetzt nicht ein Jahr lang alle aus dem Unternehmen nur Vertrieb gemacht. Ja, das war eigentlich nur ein kurzer Zeitraum und das hat aber wiederum ganz viel bewirkt. Okay. Und wir haben dann den einen oder anderen größeren Kunden dann tatsächlich in kurzer Zeit gewinnen können, haben unseren Kostenapparat dann auch runterfahren können und das hat das dann auf einmal dieses Delta ergeben, dann auch vom minus 500.000 auf plus 1 Million. Also wir waren ganz klar fokussiert auf Gewinn, ja, so wie in der Vergangenheit waren wir viel mehr fokussiert auf Umsatz und Wachstum, ja. Und jetzt haben wir den Fokus und haben natürlich nach wie vor auf Rentabilität. Geht sehr, sehr vielen so. Es waren auch Jahre, wo mehr Umsatzwachstum im Fokus war, aber ein bisschen der Zeitgeist. Hat sicherlich auch Berechtigungen, aber natürlich war man da nicht so sehr mit dem Fokus auf der Kostenseite, weil die Annahme war, es wird eh der Umsatz schneller als die Kosten wachsen. Nur wenn dann so ein Ereignis kommt, wie der Ukraine-Krieg mit wirklich schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, kann man in unseren Größenordnungen das natürlich unter Umständen schwer verkraften. Ja. Also vielleicht eine Ergänzung dazu. Am Ende, wenn ich darüber nachdenke, es war ja gar nicht so viel, was wir gemacht haben. Wir waren einfach nur fokussiert und konsequent. Ja. Ja, es ist jetzt,
Ja. Natürlich Kosten auch eingespart, ja, aber. Und trotzdem habt ihr weiterhin die Ambition zu wachsen. Ja, haben wir. Ja. Mit welchen Learnings? Ja. Naja, nicht Wachstum, nur dass wir wachsen, ja, sondern es muss schon ein solides Wachstum auch sein. Und Gewinn steht ganz sicher vor Umsatzwachstum. Ja. Am Ende kann man da gut davon leben auch und wieder gut investieren, ja, wenn man Gewinn macht. Und tatsächlich auch mal vielleicht nochmal ein zweites, drittes Mal drüber nachdenken, wenn man neue Mitarbeiter auch einstellt, eine zweite oder dritte Meinung auch einholen. Mhm. Weil am Ende ist es in unserem Bereich, sind die Personalkosten einfach der größte Kostenfaktor. Ja? Mhm. Und man will jetzt ja auch nicht, das ist auch, man will ja einen Mitarbeiter behalten, ne? Man will sich ja nicht wieder gleich trennen. Ja? Und auch in der Zeit, du sagst ja, du bist Unternehmer seit 2003 und das war das erste Mal, dass die Firma Verluste gemacht hat. Hast du dir da in der Zeit irgendwie gedacht, ich tue mir das alles nicht mehr an und werde wieder selbstständig, weil dort weiß ich, was ich verdienen kann? Nein. Tatsächlich war es für mich, und das hat sich aber über die Jahre so entwickelt, für mich gibt es eigentlich nur, Unternehmer zu sein. Mhm. Es ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann, weil man ganz viel bewegen kann, man kann ganz viel unternehmen, man kann viele Menschen mitnehmen, man kann viele Menschen begeistern. Also für das, dafür hat es den Gedanken nicht gegeben, da wieder zurückzugehen. Und für mich war klar, dass wir aus der Situation rauskommen, aber das ist so mein Naturell, weil ich halt ein per se sehr positiv eingestellter Mensch bin. Und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsfaktor als Unternehmer, dass man schon nach vorne schaut und immer mehr die Chancen sieht als das Negative. Und klar muss man sich auch die Risiken, muss man sich denen bewusst sein, aber nein, das war keine Option bei mir, nein. Und war für dich auch klar, dass nächstes Jahr wirtschaftlich wieder in die Erfolgszone führen wird oder hattest du Zweifel? Natürlich hatte ich Zweifel, ja. Aber ich habe so einen gewissen Spirit gemerkt im Unternehmen. Also dann war natürlich mal so diese Botschaft, es läuft schlecht, wir müssen uns von Mitarbeitern trennen, war natürlich immer jeder down. Aber das hat dann relativ schnell sich dann gedreht und wo du dann merkst, dieser altbekannte Team Spirit, ja, wo du dann merkst, wo alle an einen Strang ziehen und wo alle in die gleiche Richtung laufen. Und auf dem Zeitpunkt haben wir gewusst, wir drehen das Ding. Super. Ja. Ihr habt ja im selben Jahr des Turnarounds auch einen wirklich beachtlichen Investor in die Firma reingeholt, aus quasi unserem Bereich, ein Medienunternehmen aus Deutschland, die Rheinische Post, ein großes Medienunternehmen aus Deutschland. Mhm. Wie ist das dazu gekommen? Wieso die Entscheidung? Es ist jetzt vielleicht nicht ganz typisch für eine Digitalagentur und sozusagen einen klassischen Investor zu haben. Mhm. Wir hatten in den letzten Jahren, bevor die Rheinische Post bei uns eingestiegen ist, haben wir viele Anfragen gehabt, ja, von diversesten Unternehmen oder größeren Agenturgruppen, dass wir uns anschließen. Also anscheinend haben wir immer einen ganz guten Job gemacht, ja, und haben uns einen guten Namen in unserer Branche gemacht. Nur wir haben nie gesucht. Das war natürlich eine sehr angenehme Situation, wenn du Anfragen bekommst. Und wir haben immer gesagt, also wir sind ich und der Manuel, der andere Gesellschafter, Kollege, wir haben immer gesagt, wenn wir das tun, dann muss das passen für uns und unsere Mitarbeiter. Und für uns wäre es jetzt nicht in Frage gekommen, in ein Private Equity Konstrukt zu gehen, sondern wenn wir Anteile verkaufen, dann soll das etwas Nachhaltiges sein. Und die Rheinische Post ist im Jahr Ende 21, Anfang 22 auf uns zugekommen. Und wir haben uns zu Beginn tatsächlich auch gedacht, Verlag, was macht man mit einem Verlag? Ja? Aber die Gespräche waren sehr, sehr gut. Wir haben da eine sehr schöne Vision auch für uns kreieren können und uns auch die Rheinische Post erklären können, warum sie eine Agentur in deren Portfolio aufnehmen wollen. Und es war irgendwie vom Mindset sehr ähnlich. Wir sind selbst sehr, wie im Familienunternehmen, so ein Stück weit. Ja. Wir sind auch sehr, würde ich schon beschreiben, sehr nahbar auch uns zu unseren Mitarbeitern und das habe ich auch bei der Rheinischen Post gespürt. Okay. Und das war auch so ein Stück Bauchgefühl, wo wir dann gesagt haben, ja, das könnte der richtige Schritt sein,
Klar, das Angebot war auch attraktiv, ja, sonst machen wir es nicht. Haben Sie in die Firma investiert oder euch die Anteile abgekauft? Sie haben uns Anteile abgekauft. Ja. Also die Rheinische Post ist bei der Best IT zu 49% eingestiegen. Mitgesellschafter jetzt. Genau. Hat das was verändert in der Dynamik der Firma oder bleibt sie von der Kultur her, so wie die Firma war? Also bis jetzt, ja, sind wir, würde ich uns beschreiben, sind wir gleich geblieben, vor allem weil die Rheinische Post ein sehr angenehmer Gesellschafter ist, die sich wenig einbringen, die eher zu uns sagen, Christoph, Manuel, bitte gebt ihr die Strategie vor, wir kennen das Verlagsgeschäft, ihr kennt das Agenturgeschäft, wir können und wollen euch gar nicht sagen, in welche Richtung wir da jetzt gehen wollen. Also darum ist das sehr, sehr angenehm für uns und wir können nach wie vor ganz fast alleine schalten und walten. Natürlich gibt es Abstimmungen, die aber sehr, sehr gut laufen für uns. Gibt es Synergien auf der Geschäftsseite? Ganz klassisch, gibt es irgendwelche Neukunden, die über die Rheinische Post gekommen sind? Das ist ja das, was jeder Unternehmer, jede Unternehmerin letztendlich will. Ja. Also es ist jetzt, die Rheinische Post ist jetzt ziemlich genau ein Jahr bei uns beteiligt. Und das beginnt gerade. Okay. Ja, genau. Ein bisschen so deutsche Kunden, oder? Deutsche Kunden, ja, genau. Also das beginnt gerade, dass wir damit über die eine oder andere Zusammenarbeit sprechen. Ist natürlich super spannend. Ich meine, die Rheinische Post ist der viertgrößte Verlag in Deutschland. Ja. Ein großes Unternehmen. Die Milliardengrößen, Mit vielen Beteiligungen auch. Nur die Größe bedingt und erfordert ja auch, dass es dauert, bis man dort dann die richtigen Kontakte dann bekommt. Ja. Genau. Aber das ist auch ein Teil der Strategie, dass wir da jetzt dann auch natürlich andocken können. Super. Und Kunden gewinnen können. Wenn du zurückblickst, ganz, ganz viele sehr spannende Meilensteine. Gründung 2003, ich glaube 7 Jahre hast du gesagt, selbstständig. Dann die ersten Mitarbeiter, bis du gemerkt hast, du verdienst weniger als Selbstständiger ab einer gewissen Größe. Dann die Fusion, dann erstmalig in der Geschichte Verlust, nach der Corona dann wieder Turnaround. Jetzt neuer Investor. Was waren so die herausforderndsten Zeiten für dich in der Zeit? Also einiges vernommen vom Selbstständigen zum Unternehmen bis hin zu Verlust. Wenn du zurückblickst, was war tough? Also tough, jetzt mal so ganz allgemein beschrieben, ist ganz sicher Vereinbarung Beruf und Familie. Ja. Ich glaube, das ist jetzt, wenn es jetzt jemand hört, würde jeder auch dann den Kopf nicken. Das ist tatsächlich schwierig, und vor allem, wenn du dann siehst, wie die Kinder aufwachsen und so weiter, und du bist aber trotzdem viel unterwegs. Und diese Balance zu finden, ist nicht so ganz einfach, vor allem, wenn du dich, so wie ich damals, früher noch rein als Selbstständiger agierst und ganz viele Dinge selbst machst und glaubst, viele Dinge selbst machen zu müssen. Hast du da ein Rezept gefunden, wie man das in eine gute Balance bringt? falsche Frage, ne? Aber tatsächlich sich ganz bewusst Auszeiten zu nehmen. Also das, und wirklich Prioritäten zu setzen. In einer Zeit, wo alles von dir abhängt, wie geht das? Trotzdem. Ja. Ne? Also ich glaube, das Wichtige ist, Prioritäten und einen bewusst zu machen, Beruf und Firma ist nicht alles, und auch die Kinder werden größer und die Kinder werden sich wahrscheinlich mehr an deine Überstunden erinnern, ne? Als an die Zeit mit dir. Und darum, ich glaube, das muss man sich ein bisschen bewusst machen. Ne? Managst du dieses Balance heute bewusster als damals? Hast du da sozusagen dazugelernt? Ja, ganz bewusst. Also wir haben ja vorhin über das Jahr 2022 auch gesprochen. Ja, und die Frage war eigentlich auch vorhin auch, ne, was war denn schwierig? Das war ganz sicher dieses eine Jahr, ne, beruflich. Aber auch deswegen, weil auch privat einiges passiert ist. Und wenn du jetzt Unternehmer bist, dann wirkt sich natürlich privates Wohlbefinden ganz schnell mehr auch auf das Unternehmen aus. Ja. Und ich bin dann mit einem ganz großen und intensiven Schicksalsschlag zu kämpfen gehabt, also wirklich aus dem engsten Familienkreis, wo ich tatsächlich auch einige Wochen dann ausgefallen bin. Ja. Und das hat aber einiges natürlich dann im Nachhinein dann mit mir gemacht, weil ich schon viele
Dinge anders sehe und dass eben nicht nur die Firma gibt und nicht nur den Job und nicht nur finanzielle Themen, sondern am Ende, dass es halt, dass man leben sollte. Klar, Firma ist wichtig, aber man sollte nicht vergessen zu leben. Und trotzdem geht das Unternehmen weiter, ne? Und trotzdem geht das Unternehmen weiter, ja. Und wenn man nicht sich wirklich gut fühlt, wohlfühlt, also nicht dieses Wohlbefinden vorhanden ist und weil man eigentlich nur noch strampelt, ist die Frage, hat man dann wirklich ein gutes Leben? Und das hat es mir halt so gezeigt, dass das Leben eigentlich relativ schnell auch zu Ende sein kann. Mhm. Das war für mich ein ganz großer Knackpunkt, auch wenn es ein negatives Erlebnis war, ganz ein unschönes Erlebnis, aber ich habe vorher schon gesagt, ich bin ein positiv eingestellter Mensch. Und von da schöpfst du deine Kraft? Genau. Auch in diesen Situationen? Genau. Zumindest sehe ich für mich daraus auch ein Learning für mich persönlich. Ja, mag vielleicht jetzt etwas eigenartig klingen, ne? Thema Tod und Learning daraus, aber trotzdem mit jedem negativen, auch mit jedem Fehler, ja, kann man ja auch und sollte man ja auch immer lernen. Ja? Und genauso auch aus einem negativen Erlebnis. Also wie ich das für mich versucht und auch zu verarbeiten, tue ich nach wie vor. Best IT in 5 Jahren, wie geht es weiter? Weiter auf dem Wachstumskurs mit allen den Learnings, die du in deinem Erfahrungsrucksack drinnen hast? Ja, klar, wir wollen weiter wachsen. Ne? Man muss natürlich ein bisschen so jetzt auch so diese Marktsituation jetzt auch respektieren, auch wie sie ist. Ja. Das heißt, wir werden jetzt so in diesem Jahr und möglicherweise auch im nächsten Jahr eher so versuchen, auch moderat zu wachsen, aber trotzdem wachsen. Spannend wird sein, generell, wie sich das ganze die digitale Transformation, Thema KI, auch auf unser Geschäftsmodell auswirken wird. Habt ihr da schon die ersten Anzeichen, wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Fachthemen einsteigen? Ja, also ich Anzeichen ja. Also wir versuchen auch schon KI teilweise auch in unsere Arbeitsschritte zu etablieren. Gerade auch in den Bereichen, wo unsere Wertschöpfung passiert, auch in Programmierung vor allem auch. Es bietet sich da auch an. Ich denke noch trotzdem ganz viel über die Zukunft nach und wie wirkt sich dieses KI-Thema auf unser Geschäftsmodell aus. Und wir sind in einem Umfeld, wo wir Wissen und Zeit verkaufen. Und eigentlich dieses Wissen gibt es schon in diesen Systemen, ja, weil man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, es wird ganz spannend, sich zu überlegen, und es wird passieren, da bin ich überzeugt, wie sich dann unser Geschäftsmodell verändert, das Agenturgeschäftsmodell. Und das ist wiederum eine super spannende Unternehmeraufgabe. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun in der Zukunft, als Unternehmer und für uns als Unternehmen. Wir treffen uns dann wieder in ein paar Jahren und machen eine zweite Folge deines unternehmerischen Rollercoasters, wo aber natürlich auch das Private mit hineinspielt und eine Rolle spielt. Also vielen Dank, Christoph, für deine Offenheit heute. Großes Respekt für das, was du erreicht hast. Ich glaube, das wird noch eine sehr spannende Story, die da baut. Und ich glaube, vom Mindset her werdet ihr alles, was noch auf diesem Weg zu bewältigen ist, das bewältigen können. All the best dafür und danke jedenfalls für all deine Einblicke heute. Danke ebenfalls. Danke für die Einladung. Danke sehr. Danke, liebe Community. Das war Christoph Batik heute, ein wirklich beeindruckender Unternehmer. Wir haben heute seine Story erzählt, um euch diese Learnings weiterzugeben, anzuregen, den Austausch zu fördern, weil im Unternehmertum, also ich glaube an die Kraft des Unternehmertums, auch wenn es darum geht oder vor allem, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft weiter zu gestalten, große Herausforderungen zu bewältigen, die wir gemeinsam tun, da müssen wir an die Kraft des Unternehmertums setzen. Deswegen erzählen wir diese Stories, aber natürlich auch die Hohen und Tiefen, die es dabei gibt. Darüber müssen wir uns unterhalten. Das ist unser Beitrag dazu. Danke fürs Dabeisein und tschüss.